Party, das Heft, ein rasanter Berufsstart. Interessante Geschichte, für Jugendliche ein Rätselheft. Der Hamburger ist nämlich erst 17 Jahre jung. Der jüngste Chefredakteur Deutschlands. Und das auch noch seit 4 Jahren. Gerhard Melchert ist Verleger des Martin Kelter Verlages in Hamburg und dort erscheinen jede Woche rund 3 Millionen Romanhefte. In Hamburgs Medienbranche kriselt es. Von diesem Trend unberührt der Kelter Verlag. Hier boomt das Geschäft. Den Herstellern von Groschenromanen geht's fast so gut wie ihren Helden, scheint es. Liebesromane, die heimlichen Bestseller, die dennoch in keiner Bücherhitliste auftauchen. Und die Angst vor Krieg und Arbeitslosigkeit, die steigert im Moment das Bedürfnis der Menschen nach sogenannten Heile-Welt-Romanen. Werden im Kelter Verlag die schmalen Heftchen mit Herz verlegt? Mit ihren Romanen sind die Norddeutschen bundesweiter Marktführer. Denn das Geschäft des Verlags mit Sitz in Wandsbek sind Groschenromane mit Happy End. Wir bringen die guten Nachrichten. Und die guten Nachrichten heißt, es gibt bei uns Geschichten mit Happy End. Patty am laufenden Meter. Hinter dieser Zeitschrift steckt eben ein kluger Kopf. Ich bin jung, ich bin cool und ich weiß, was in der Szene läuft. Und kann für ein jüngeres Publikum vielleicht eher dann beantworten die Fragen, was sie gut finden, was sie interessiert. Spricht die Sprache der Jugend, wie gesagt, ist frisch und fällt auch immer was ein. Auf Paddy wartet jetzt der Chefsessel. Chefredaktion, Patrick Merkert hier. Immerhin muss Paddy jeden Monat pfiffige Fragen erfinden. Okay, zum Beispiel anhand dieser Frage, Spieler von Bayern München, 3 Antwortmöglichkeiten, Bahn, Wahn oder Kahn, ist natürlich klar. Ran an die Arbeit. So richtig zufrieden ist der 17-Jährige mit dem Layout heute nicht. In ein paar die Hälfte könnten wir da noch ein anderes Bild reinsetzen. Seit knapp 4 Jahren arbeitet Paddy schon im Familienbetrieb. Vater Melchert hatte die clevere Idee. Also wir befinden uns heute in einer unstrittigen Krise der Zeitschriftenbranche. Das ist überhaupt keine Frage. Und sie brauchen natürlich neue Ideen. Jugendlicher Chefredakteur, dynamisch, 17 Jahre zum Anfassen, bringt uns die Leser von morgen. So einfach ist das. Die Jugend muss bei Zeiten herangeführt werden an die klassischen Erfolgsprodukte. Auch hier setzt Kelter auf bewährte Ideen. Das gute alte Rätselheft, aufgefrischt für Teenager. Erfunden von Deutschlands jüngstem Chefredakteur, Verlegersohn Patrick Melchert. Vater Gerhard Melchert ließ den Filius einfach machen. Denn der Junior kennt die Vorlieben der jungen Generation. Tja, und seitdem steigt die Auflage der Jugendzeitschrift ununterbrochen. Schwierig, mit einem älteren Menschen dann zu sagen, ja, ich bin jetzt hier der Boss. Also, so will ich auch gar nicht sein. Das ist auch eher ein großes Team und ich mache einen Beitrag. Ich würde gerne im Verlag von meinem Vater mehr in Richtung Fußball machen. Vielleicht mischen wir es zwischen Kicker und Bravo vielleicht, weil ja doch mehr weibliche Leser da sind. Der Western ist der Liebesroman des Mannes. Mhm. Er hat zwei große Brüder noch, die ebenfalls im Unternehmen sind. Von daher sind die drei natürlich in der Mehrzahl. Also ich muss mir schon überlegen, wann ich das letzte Wort habe und wann nicht. Patty habe ich hier, dann haben wir das Quiz. Machen wir Quiz auch wieder für die Jungen. Dann haben sie auch ein Rätselheft für die ältere Generation. Arztromane, was haben wir noch? Fürstenhäuser, Edelweißroman. Mami, wie viel geben Sie raus da? Im Sonnenwinkel? Also ungefähr 120 Serien mit etwa 150 Millionen Exemplaren jedes Jahr. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Ungefähr 300. Kelter macht's wärmer. In diesen Heften finden Leserinnen und Leser Geborgenheit und Halt. Seit 1938 bietet der Hamburger Kelter Verlag für ein paar Groschen das, wonach sich alle sehnen. Eine Garantie fürs Happy End. Liebes- und Gruselgeschichten, Adels-, Arzt- und Heimatromane, Western- und Rätselhefte am laufenden Band. Übrigens, der Betrieb wird in 3. Generation von der Familie Melchert geführt. Neben Verleger Gerhard Melchert arbeiten alle Söhne und auch seine Frau mit im Verlag. Seit 15 Jahren macht sie ein Kindermodenheft, Bambino. Während der Buchmarkt schrumpft, feiert der Kelter Verlag einen Erfolg von nahezu rätselhafter Dimension. 13% Umsatz plus. Wir spüren das nach und nach. Der Drang zu heiler Weltromane, zu Happy End, immer größer wird. Sie gibt's bei Kelters Romanheften garantiert. Für 1,35 Euro auf 65 Seiten. Der Verlag ist Marktführer bei den Liebesromanen. Mit Übersetzung bis nach Russland. Vom Boom der Groschenromane profitieren auch die etwa 120 freiberuflichen Autoren des Kelter Verlages. Wer schreibt das? Das sind Menschen, die kommen vom Fernsehen, vom Rundfunk, vom Buch, von der Zeitschrift, von der Zeitung. Das sind Profis, die haben im Schnitt zwischen 300 und 1400 Romane geschrieben. Altmodisch per Hand geschrieben, so entstehen die Manuskripte von Margret Schwekendieck. Dass das so bleibt, dafür sorgt Cheflektor Dr. Andreas Schäfer. Er promovierte über Max Frisch und kümmert sich heute mit Engagement um Adelsromanzen, Heimatromane, um Arztgeschichten und Mutter-Kind-Freuden. Das Erfolgsgeheimnis eines guten Romans ist, dass die Autorin mit Herzschmerz richtig schön schreibt
und dass sie in der Lage ist, die richtige Atmosphäre in den Roman zu tragen. Wir wissen schon mit meinen Lektorinnen und Lektoren ziemlich genau, was im Publikum ankommt. Er muss gut sein im narrativen Bereich, er muss sehr flüssig in den Dialogen sein, die die Handlung dann weitertragen. Ich sehe meinen Schwerpunkt darin, die Autorin zu finden und sie zu führen. Sie müssen sympathisch sein, sie müssen leben, sie brauchen Seele. Und wird dann auf eine überzeugende Weise zum Happy End geführt. Werte, die berechenbar sind und in denen die Leser sich wohlfühlen. Mhm.